Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter. Und was wir hier sehen, ist gerade die erste Probefahrt meiner V200 an der, ja, an der Steampunk Moderne Energiefabrik vorbei. Was ich jetzt hier aus noch habe, sind die Signalströme und die Lichter, aber die brauchen wir ja nicht wirklich. Ich wollte nur mal zeigen, dass das oben recht knapp ist. Ich habe ja immer von diesen Zentimeter gesprochen. Und ja, den werde ich wohl auch gebraucht haben. Also ich sag mal, wenn da noch 1,5 mm Platz sind zwischen der Wand und der Lok. Ich habe es auch noch, ich mache noch ein Foto rein von meiner BA94, meiner Lok. Ich warte mal, ich mache mal ganz kurz mich hier, bevor ich noch mehr Quatsch rede, ins Bild mit rein, dass man sagt, der Uli ist ja auch da. Entschuldigt, wenn es ein bisschen ruckt jetzt hier oben, sieht man ein bisschen mein Rollo. Aber das ist ja auch egal. Und zwar habe ich jetzt noch ein Bild gemacht, auch mit meiner BA94, die ist aber auf der Unterseite, die müsste ich mal reinigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich habe jetzt zwar ein Video damit gemacht am Anfang, aber sie ruckt ein bisschen. Und das möchte ich jetzt auch nicht haben und das ist auch kein schönes Video. Deswegen habe ich es jetzt mal weggelassen. Und ja, ich wollte es nur mal zeigen, wie doch eng das Ganze hier vorbeifährt. Ich zoome mal wieder rüber, das ist vielleicht doch interessanter als mich immer hier zu sehen. Und wie eng das im Grunde genommen, hoppala, wie eng das im Grunde genommen da hinten ist, aber wunderbar funktioniert. Gerade hier ist es doch recht eng geworden, wo die kleinen Bäumchen, ja die kleinen, natürlich sind die kleinen, wo die Bäumchen stehen und hier am Signal, aber da ist Platz genug und dass auch die 94er hinpasst. Ich stelle sie mal hier hin. So, und schieb sie mal von Hand jetzt, die passt hier wunderbar noch vorbei. Also das ist alles kein Problem und das funktioniert soweit, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich denke mal, wir reden jetzt hier gar nicht viel drum rum am Anfang. Ich gehe mal gleich ins eigentliche Video rein und dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis später. Tschüss. Ja, anfangen werde ich jetzt hier mit dem Hintergrund, der oben hinkommt, rechts von dem Stellwerk, was wir in einer der letzten Folgen gebaut haben. Der wird jetzt hier, da habe ich mir eine schöne Häuserzeile rausgesucht, habe die dann vernünftig auf meinen Karton 200 Gramm Papier ausgedruckt, habe die Kanten braun gemalt, wie wir gerade gesehen haben, und habe mir im Hintergrund eine moderne Stadt ausgesucht. Ich habe ja immer schon gesagt, das ist ja Steampunk, als wenn es sie heute noch geben würde. Und ich stelle mir ganz gut vor, dass eine Stadt durchaus auch eine Metropole sein kann mit Hochhäusern. Und von daher war das meine Wahl für da hinten. Das fand ich recht passend. Der Kontrast gefällt mir übrigens sehr gut zwischen alten Gebäuden und neuen Gebäuden. Und ja, hier sehen wir die Fabrik, die wir in der letzten Bastelstunde gebaut haben. Die Steampunk Moderne Energie. Wir hatten es ja vorhin schon eingangs dabei gehabt, wo ich vorbeigefahren bin. Die ist jetzt hier angebracht worden. Das habe ich euch natürlich jetzt nicht gezeigt, wie ich da so links da an der Wand klebe. Genauso wie die Bilder jetzt hier, die Hintergrundbilder. Ja, die wurden da halt noch angeklebt. Da musste ich bloß gucken, dass ich schöne Übergänge finde, dass das alles ein bisschen irgendwo passt. Und jetzt kommen wir im Grunde genommen wieder auf diesen Punkt, wer Bäume pflanzen will, der muss vorher Erde ausbringen. Das habe ich jetzt hier mitgemacht. Ich mache also weiterhin, dass ich so bestimmte Bereiche, gerade hier an den Kanten mit, ja, mit richtiger Erde halt machen möchte. Ich finde es einfach irgendwo schöner, als es mit irgendwelchen Sand oder Kiesel zu machen oder wie auch immer. Deswegen bringe ich hier jetzt richtige Erde auf. Und die verklebe ich jetzt wieder in dem Fall mit Tiefgrund, aber auch mit Weißleim-Gemisch, also Weißleim-Wassergemisch. Und das ist, ja, das mache ich nach Gefühl ein bisschen, wie das irgendwo gerade hinpasst. Der Baum, der hat mir einfach zu doll geglänzt hier. Den habe ich also nochmal eine matte Acrylfarbe über die Äste rüber gegeben. Das ist ja doch ein bisschen sehr kontrastreich zu den Selbstbaubäumen auf der rechten Seite. Und da mache ich jetzt übrigens die Stängel auch nochmal braun. Die waren zwar wahrscheinlich im Original mal braun, aber ich habe sie ja komplett gefärbt. Das habt ihr ja gesehen. Und ja, jetzt kommt hier auf die Erde noch ein bisschen Gras drauf. Das Schottern hier vorne, das habe ich euch erspart. Das haben wir uns ja in dem letzten Wochenupdate Steampunk Video schon mal angesehen, wie das funktioniert, obwohl das ja alle selber könnt. Ich wollte es deswegen nicht noch mal zeigen. Ich werde das wahrscheinlich später irgendwann mal immer wieder mit drin haben. Hier kommt jetzt der ja, der Streu, den ich unten eingeblendet habe von der Firma Noch, diese
ja, Waldbodenstreu irgendwo. Der hat mir am besten gefallen, weil der schön dunkel war. Und ich habe da noch andere Sorten da, aber der hat mir halt für die Kante speziell ganz gut gefallen. Jetzt habe ich es hier nochmal schwarz gemacht, weil der Baum war mir einfach zu hell. Also habe ich da noch ein bisschen schwarz mit reingetupft. Das wird nachher auch noch die Stellen, die man jetzt hier so sieht, habe ich nachher auch noch schwarz gemacht, so dass es nachher alles ein Bild unterm Strich ist. Ja, absaugen natürlich mit Feinstrumpf. Feinstrumpf nur, dass man nichts verschwenden, ist klar, das kennt ja auch alle selber, macht jeder von euch mit Sicherheit. Ja, und da haben wir jetzt hier die Übersicht schon, das ist also die Rückwand auf, nach zur rechten Seite hin, das ist so ein schöner Hügellandschaft da hinten geworden, muss ja nicht alles nur voller Fabriken stopfen, habe ich mir gedacht, und das passte recht gut zu der Fabrik als Übergang, dass es da hinten dann eben ein bisschen weitläufiger ist und deswegen auf der anderen Seite auch die moderne Stadt irgendwo auf dem Hügel, dass das irgendwo doch ein bisschen stimmiges Bild dahinter ergibt. Und ich fand die Häuserzeile hiervon übrigens nett. Die hat mir sehr gut gefallen. Das ist irgendwie ein nettes Detail irgendwo. Das passt ganz gut dahin. Ja, jetzt noch mal so ein paar Impressionsbilder. Hier sehen wir es noch mal von der rechten Seite mit Signal. Da hatte ich sogar so ein bisschen Pappe dahinter geklebt, dass das nicht allzu viel beleuchtet davon. Aber na gut, so eine LED leuchtet halt doch relativ stark. Da will ich wahrscheinlich mit ein bisschen schwarzer Farbe. Da komme ich vielleicht mal in einem der nächsten Videos nochmal drauf, wie man das ein bisschen kaschieren, dass das nicht die Fabrik so anleuchtet. Aber ich denke, unterm Strich lässt sich das blicken. Im nächsten Video wird es dann nach links gehen. Da ist auch schon einiges passiert, das kann ich versprechen. Ja, im Grunde genommen haben wir es jetzt schon. Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen da, nach oben, wenn möglich. Ein Kommentar ist immer noch besser und lieber gesehen, weil das ist immer toll, wenn man ein bisschen sich unterhalten kann. Und ansonsten sage ich, mach's schön gut, dein Aquapainter Aga Uli. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.